Geschwister im Herrn Jesum Christum, einige kurze Gedanken aus dem Forum über freier Wille. Das kann man auch in Anführungsstrichen denken. Wie kann man einem Bruder, der leider in einer galvinistische Lehre gegangen ist, vermitteln, dass der Mensch einen eigenen freien Willen hat, um Gott abzulehnen oder anzunehmen? Gott möge sein Angesicht über euch leuchten lassen. Im Herrn Jesus Christus, Cesco. Eine Antwort vom Bruder Olivier. Ich würde zunächst das Freie in Feierwille kategorisch weglassen. Das impliziert nämlich den logikgetriggerten Calvinisten, dass es einen unfreien Willen gäbe und schon sind sie mitten in ihrer Lieblingsbeschäftigung, der Pseudophilosophie-Logik. Das Wort Gottes und was es über Auserwählung lehrt und was es nicht lehrt, interessiert Calvinisten nur in der Hinsicht, dass sie einzelne Verse picken, um aus dem Zusammenhang gerissen ihr Logikgerüst zu stützen. Ein Wille ist einfach ein Wille. Das ist eine Instanz im Menschen, welche beeinflusst wird durch ihre Umgebung, aber auch aus sich heraus entscheiden kann, was sie denken, glauben, handeln, willen, tut. Herzliche Grüße, Olivier. Lieber Cesco, zu dem, was Olivier bereits geschrieben hat, folgender Bibelvers, ich meine den Vers 26 aus 1. Mose 1. Und Gott sprach, lasset uns Menschen machen in unserem Bilde, nach unserem Gleichnis. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, über das Gevögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde, über alles Gewürm, das sich auf der Erde regt. Darin sehen wir, dass wir Menschen von Gott geschaffen sind, als Wesen, mit denen er kommunizieren kann. Also keine Roboter, sondern Menschen in seinem Bilde, nach seinem Gleichnis. Und Gott hat Wille. Und wir Menschen auch. Und wir können uns für oder gegen Gott entscheiden. Gall und Bruder Holger hat den Gedanken geschrieben, Calvinismus zerbricht präzise an der Stelle, wo er mit dem Wort Gottes verstanden wird. Olivier schreibt, Calvinisten beurteilen das Wort Gottes anhand ihrer Philosophie-Variante der Logik. Gottes Wort beurteilt den Menschen aus Sicht von Gottes Wesen und seinen Gedanken. Hier sind zwei Links. Das sind YouTubes zur Aufklärung der Calvinismus-Gotteslästerung auf YouTube. Und das ist ein Link, der besteht aus Texten über die Calvinismus-Gotteslästerung. Wer dazu noch Fragen hat, kann sie gerne in die Kommentarzeile vom YouTube stellen oder mir per E-Mail schreiben oder sich hier im Forum anmelden und dann kann er direkt unten eintragen. Im Herrn Jesum Christum einen wunderbaren Tag.